Hallo, hier sind wir im schönen Illerberg. Und hier ist die Renate zu Hause, die stellvertretende Vorsitzende vom SC Föhringen. Das ist so schwer, das ist. Und hier haben wir einen Koffer voll mit Geld. 3.333 Euro für den SC Föhringen. Und wir dürfen das jetzt übergeben. Das machen wir jetzt, komm. Grüß hallo, Gott, ja, grüß hallo. Gott, jetzt grüß Gott. Das ist so schön, dass Sie heute zu mir kommen. Ach. Ja, ja. Ehrfürchtige Stille in Illerberg. Barney Sanchaki, Chef des Hauses selber, ist gerade angekommen, hat oben auf das Auto geklopft. Mitarbeiter steigt aus, dunkle Sonnenbrillen, und ich sehe ihn, den großen Geldkoffer von Donau 3 FM. Der Koffer wird jetzt von Renate geöffnet und ich jetzt endlich das lang ersehnte. Wir zählen drunter! Und richtige Geld drin. Wir zählen zusammen runter mit allen von 5, 4, 3, 2, 1. Zwei Konfetti-Bomben werden gezündet. Es regnet silberne Konfetti in Föhringen, in Illerberg, meine Damen und Herren. Und das sind sie jetzt tatsächlich, die 3.300... 33? Nein. Nicht? Nee. Habt ihr uns versprochen? Es fehlt nur was. Echt? 3 Euro. Vielen herzlichen Dank, also vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr habt keine Ahnung, wie das uns freut, dass ihr der erste Platz gemacht habt, dass ihr so eine super Aktion gemacht habt. Bei Radio Donau 3 FM scheint ihr für Vereine eine ganz tolle Sache. Wirklich super.